Ey, ich wollte doch gerade erst anfangen. Entschuldigung, also herzlich willkommen, wunderschön zur heutigen Folge von Try and Dry. Mit dem Schickeboing sind wir wieder hier unterwegs. Wir sind online. Hallo. Wir sind online, ja, das außerdem, wir streamen parallel. Und das ist gerade irgendwie zusammengebrochen. Also Twitch war zumindest die Oberfläche überhaupt nicht zu erreichen. Nee, und ganz mysteriöse Umstände. Ja, und auf einmal ist es wieder da. Und es hat anscheinend kein anderer auf Twitter das Problem. Also zwei Leute haben gepostet unter dem Hashtag Twitch, dass es down war. Also wir scheinen ja nicht viele Twitch zu gucken. Nee, irgendwie nicht. Oder es ist keinem aufgefallen. Das kann vielleicht noch eine andere Ursache haben. Nichtsdestotrotz, wir haben in den letzten Folgen hier diese komischen Kreise beschritten und mit den Toblerone jeweils, hier haben wir 25 Stück gesammelt, muss man erst vorher freischalten. Und mit den Toblerone haben wir dann hier neue Levels freigeschaltet und neue Toblerone erhalten. Und da uns noch zwei Toblerone fehlen, um da hinten dieses, was man da hinten sehen kann, da will ich jetzt nicht hinrennen, da hinten. Mit der Maus kann ich ja nicht zeigen, ja. Das kriegen wir erst mit 700 Toblerone auf. Also müssen wir leider nochmal hier in den Supermarkt und ja, Toblerone kaufen. Aber leider, das macht ja auch Spaß. Ja, das sind halt eher so kleinere Level und erzählen aber trotzdem auch eine Vorgeschichte. Das ist schon richtig, aber mich gruselt, wenn ich das Thema da sehe. Der Albtraum eines Zaubers. Okay. Das kann doch nur wieder was Schlimmes werden. In diesem Sinne drücken wir mal hier grün. Da ist er. So. Während wir hier warten, werde ich mal ein kleines Nickerchen machen. Ja, ich proste mal schnell. Denk mich auch, wenn etwas Interessantes passiert. Machen wir. Ach, Pontius ist jetzt auch wieder mal da? Dann ist es doch danach. Pontius. Ich bin hier, um etwas zu finden. Na was? Sie lassen mich nie zu Ende studieren, wenn ich es nicht finde. Autsch. Huch. Ach ja. Oh, nein. Der Instant-Tod. Instant-Death. Moment, das gibt's doch nicht. Während wir hier warten, werde ich mal ein kleines Nickerchen machen. Der Keller der Astralakademie. Ich bin Wo bist hier, du? Um etwas da. Zu finden, oder? Ich bin hier. Sie lassen mich nie zu Instant-Death. Das finde. Ist, Wo bist denn du? Na, hier vor dir. Ich sehe dich nicht. Hier. Ehrlich nicht. Wo bist du? Wo bist du denn jetzt? Ich sehe dich auch nicht. Hallo? Ich trage gerade hier. Ach, da bist du. Ah, hallihallo. So. Das trage ich. Oh. Ach, gucke mal. Gucke mal. Ja, die. Ach so. Ja. Ach so. Ja, die kann man schweben und fallen lassen. Man kann sie tatsächlich. Also, warte mal. Pass mal. Drunter, ja. Ja, ich hab. Ja. Oh. Nee, geht nicht. Ach so. Guck mal hier, wenn das in eine Suppe geht, hier, Achtung, bumm. Dann geht's putt. Oh. Grübel, grübel, grübel. Aber da unten ist eine Schnur dran, zieh mal weiter. Guck mal, da ist ein Zahnrad oder so. Ja. Was ist das? Ich weiß. Lass mal locker jetzt. Nee. Auf deine Bierde. Ja. Aber guck mal. Nein. Ah, oh. Also hier können wir hin. Das bringt nur nicht viel, weil wir ja quasi da oben hin möchten, ne? Ja, aber. Also man kann es nicht. Was übersehen wir denn da? Ja, vor allem, was ist das mit dem Ring? Ja, das ist eine Idee. Nee, das ist zu. Ups. Nein! Oh. Nicht wieder. Ich habe Angst um dich. Geh mal ein bisschen zurück. Ja, ich bin schon. Was hab ich denn jetzt hier? Nee, nicht das. Ich wollte doch das da unten nehmen. Ach, du meinst eine Treppe damit bauen auf der Plattform, okay. Ja, jetzt ist das Ding immer schief. Halt. Ich wollte. Wo bin ich denn jetzt? Du stehst jetzt gerade drauf und ich komme. Ah. Achso, jetzt habe ich das Ding ohne. Oh. Hör mal. Pro. Das einmal mit Profis. Oh. Einmal mit Profis. Naja. So.
Wir sind schon ein Stück dichter. Ja, nee, das ist Quatsch. Warte mal. Ist müssen, warte mal. So, das muss doch einfach da, hier unten hin, so. Irgendwie. Nee. Ja, doch. Und dann bauen wir uns da zwei Dinger. Oh, was ist denn jetzt los? Ja, deswegen, die ist schief. Wir müssen die hier auf die Kante stellen, so. Nee. Gucke. Da, das, doch. Voll und dann nicht. So. Und dann so. Ja. Schnell, schnell, schnell. Ja, und dann ja. Na siehste. Ist da nur, pass auf. Die letzte. Oh, oh. Oh, hier war noch ein Fünfer. Ein Fünfer? Ja. Ein Fünfer. Eine dicke, dicke Toblerone. So, was müssen wir eigentlich hier suchen? Boah. Ui, cool, das bewegt sich. Ja, da unten ist nicht Todeswasser. Cool. Ja. Bist du tot? Nee. Okay. Ich komme jetzt, ich möchte hier wieder weg. Oh, toll. Mach nicht so einen Scheiß. Ich habe die Toblerone eingesammelt. Keine Sorge. Yes, was haben wir hier? Also, trivial ist anders. Ah, hier kann man die Suppe langlaufen. Nee, du brauchst hier, guck mal, du brauchst ein. Ah. Wisst ihr? Oh. Das war eigentlich schon. Aber was macht das? Das ist zum. Ach ja, pass auf, pass auf. Lass mal den da unten. Wir können jetzt springen. Nee, jetzt nicht mehr. Ja. Deswegen ja. Ja, so reicht doch, oder? Ja. Danke. Kommst du auch hoch, oder? Ja, wie denn? Hui. Nein! Hey, warum bleibt der daran hängen? Oh. Na, weil da unten so ein Dings drin ist. So, jetzt. Zack. Soll ich dir irgendwie helfen? Mit was? Ja, nein. Dirigier mal, dirigier mal. Ja, nein. Oh. Dirigier mal mit irgendwas. Warte mal, hier kommt ein. Ja, warte mal, ich muss mir erstmal das Ding wieder hochmachen hier. Oh. Soll ich es drunter stellen oder so? Nee, drunter stellen geht ja nicht. Nee. So, ich mache erstmal. Ui! Ja. Ey, das ist super. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Das ist super. Lass so. Mach nichts. Okay. Ich fasse nichts an. Nein. Ich habe nichts gemacht. Aber du bist an den Dings rangekommen, ne? Wenn du das nochmal hinkriegst, dann das wäre super. Jetzt nach oben. Okay. Du darfst nicht an das Ding rankommen. Super. Einmal. Dankeschön. Aua. Kopfschmerzen. Oh, ich hatte den Keller nicht so feindselig in Erinnerung. Ey, wie die Daleks. Aber wirklich. Oh. Ich glaube, der schmeißt was auf uns drauf. Ich dachte, der schmeißt das Ding auf uns. Oh! Instant Death. Vorsichtig. Nein! Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Ich lock den auf der anderen Seite. Achtung! Jetzt. Ja! Aua. Okay, da hinten geht's nicht weiter. Ach, das können wir machen, wenn er den Dings unten hat. Oh. Der nervt. Was muss er denn machen? Muss der irgendwas kaputt machen? Ach, sein der, Kopf treffen. Naja, wenn er den Ding unten hat. Aha. Oh, das war knapp. Oh, Entschuldigung. Mist.
Mist. Ja. Auf die Bumsbirne. Ja. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir das Dingen. Und jetzt? Warte. Und. So. Nochmal. Und. Ich hab's gerade nicht in der Hand. Und. Ich bin nie ein Zauberer. Warte. Dafür werde ich als Häuflein Elend. Und. Na, ja, irgendwie klappt das nicht, ne? Oder müssen wir das hier kaputt machen? Hier, weißt du, weil das so glänzt und so. Wissen nicht. Ich hab so das Gefühl, das müssen wir treffen hier. Ach, der tut dir jetzt gar nichts mehr, wa? Haut der immer vorbei oder wie? Ja. Ja. Ist irgendwie auch nicht das hier. Und lock ihn mal da rüber. Ey, nicht mich. Achso. Tut weh. Lock ihn mal hier rüber. Geh mal da rüber in die Ecke. In die hier? Hör mal auf, hier, komm mal her. Lass mal die Kugel fallen hier. Legst du mal ins Loch da. Ins Loch? Ja. Okay. Das ist, denke ich mal, einfacher als du denkst. Drauf hüpfen? Ja, ja. Ah, okay. Oh! Oh. So. Ja, ich bin an die Kugel gekommen. Leg die Kugel doch einfach ins Loch. Ja. So, super. Jetzt ist er wieder zu weit weg. Ja, okay. Hallo? Ja, ich muss. Komm hier. Komm. Hier soll komm, Schnucki, Schnucki, Schnucki. Komm, 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 komm. Ja, nicht wegfahren. Das reicht nicht. Ach, reicht. Ah, so. Da oben ist ein Fünfer, aber hier. Nee, warte mal, hier an der Seite. Hier in der Seite. Da. Da ist was drin. Ich glaube, hier ist es. Ich werde es finden. Wo ist was? So. Oh, jetzt Moment ist hier. Mal. Ich bin ein Zauberer. Das ist nur ein Traum. Na klar, ist das nur ein Traum. 25. Juhu. Ja, siehst du, sind wir schon wieder abgelenkt. Wo waren wir stehen geblieben? Im Stream. Im Stream waren wir stehen geblieben. In der Ghetto nicht, aber hier so Hood und, keine Ahnung, Sozialisierungsphasen und Gedöns. Irgendwie so in dem Dreh. Jetzt ist hinten frei geworden. Willst du nicht den noch einmal jetzt machen? Ach, dann machen wir den noch einmal. Vollständiger. Das ist jetzt Amadeus, ja. Wenn das also ein Traum ist, dann kann ich ja vielleicht einen Feuerball zaubern. Boah, komm mal. Amadeus, wach auf! Noch nicht. Ich muss erst was ausprobieren. Okay. So, warte, jetzt da. Feuerball, komm zu mir. Feuerball? Nichts passiert. Wie schade. Vielleicht versteckt sich der Feuerball vor mir. Ich sollte ihn suchen. Nee. So. Tja. Noch nicht. Aha. Und jetzt? Ach so. Ja. Warte. Oh. So nicht, ne? Nee, so nicht. Ja, gut. So nicht, mein Freund. So nicht. Jetzt weiß ich auch, wer der Gehörnte hier ist. Dann kann ich Feuer machen. So. Komm zu mir. Nichts passiert. Vielleicht versteckt sich der Feuerball vor mir. Ich sollte ihn suchen. Oh, da war eine Punktlandung hier. Oh. Sorry, mein. So, hab ich. Passe. Warte. Spring mal. Ja. Das müsste nämlich gehen.
Das funktioniert. Oh, oh, oh. Scheibe. Was gemacht? Na? Boah. Was machst du denn da? Ach so. Das ist der hier, ne? Ja. Ja. So. Na, das hier. Oh, elegant daneben gesprungen. Oh, da kommen, Oh, der böse Magier wieder. Ich schau mal, dass diese Bücher hier erst kaputt gehen. Ich versuch von hier den Magier immer... Ja, mach mal. Der ist schon tot, glaube ich. Ja. Und hilft es hier? Ich sehe nämlich nichts. Ja, alles gut. Du kannst... Okay, dann können wir... Wie kommt man denn in die Tiefe? Mit dem rechten Trigger. Und dann linken Stick. Rechter Trigger hier drückt halten und linker Stick. Den rechten Trigger. Hä? Ah, okay. So, jetzt aber, lass mal da liegen jetzt. Nicht, dass das Ding verschwindet, während ich... Uah, da unten ist noch einer. Ja. Da kommt man wahrscheinlich nein, hin. Nein, ja, tot, nein. Tot. Nee, da kommst du da unten. Warte. Ich will... Oh, nee. Och, nee. Genau, Gute. So ungefähr. Oh! Hol ich dich mal eben erst. Ich kann jetzt leider nicht helfen. Oh. Scheiße! Nein! Pluff. Doch. Oh. Wir fangen mal am besten von vorne an. Ja, wenn das am also besten ein Traum ist, dann kann ich ja vielleicht einen Feuerball zaubern. Jo. Amadeus, wach auf! Okay, das Feuerball. Level ist aber tricky. Komm zu mir. Naja, es hat ja keiner gesagt, dass es leicht werden würde, ne? So, wir brauchen die jetzt nicht mehr sammeln, die haben wir. Ich sollte ihn suchen. Huch. Boah. Könntest du mal deinen Stolperstein hier wegnehmen? Warte. Nein, das ist der falsche. Den brauche ich da drüben schon. Wieso holt der meinen? Den, auf den ich... Genau, ja. So. Ah, und jetzt pass auf. Erste. Oh. Jetzt kommt gleich wieder die Meute. Ach ja. Oh, das, ich dachte, das hätten wir hinter uns. Na gut. So, sollte er jetzt wiederkommen? Scheiße. Oh, das war knapp. Okay, er ist tot. Super. Aber wenn ich jetzt hier runterspringe hinten, dann zack. Ja, du kannst hinten ran hangeln an der Leiste. Mhm. Aber wie kriege ich denn... Nee, erst runterspringen und dann von da wieder zurück hochspringen. Aber da unten sterbe ich doch. Ich muss wahrscheinlich... Kann ich mich irgendwie fallen lassen? Ja. Jawohl. Das meine ich, ja. So, ich warte aber erstmal, bis du oben bist, bevor ich hier rüberspringe. So, jetzt. Es ist nur wegen der Sicherheit. Weißt, falls der Controller rumzickt oder so. Das kennt, da kenn ich so. Was von. Ja, gibt's was von Ratiofarm, ich weiß. So, wir sollten mal beide hier stehen lassen am besten. Warte mal. Uah. So, weil wegen. Also nicht, dass ich jetzt dick wäre, aber ist sicherer, wenn zwei hinten als Hebel wirken. Ja. Da oben ist noch eine. Oh, was mag ich denn da? Hier oben ist noch eine Scheibe. Wie soll das funktionieren? Ja, das geht ja nicht. Wenn ich den hier drauf setze, dann dann passiert das. Ja. Da oben ist auch noch eine drin. Ich würde mal eher sagen, wir kommen von einer anderen Richtung ran. Genau, hier. Nee.
Na. Das sieht so aus, als könnte es funktionieren. Oh. Es hat funktioniert. Jawohl, ja. Ha. Ich musste gerade ein bisschen überlegen. Ich will nicht, dass überall Feuerbälle durch die Gegend kullern. Ich will einen richtigen, echten Feuerball herbeizaubern, der Dinge zerstören kann. Aber er hat so ein bisschen eine Feuerballmanie, kann das sein? Ja, irgendwie schon, ne? Ja, das sieht richtig aus. Und jetzt können wir nämlich loslassen. Und es passiert nichts. Aber es hängt zumindest schon mal. Ja. Zack. Und hoch. Ach so. Ja, so geht's auch. Ja, ja, ja. Ja. Da war nix. Das sieht mir nicht geheuer aus hier. Das sind hier wieder so eine, guck mal. Fangen wir mal. Oh nee, die bleiben nicht stecken. Müssen wir uns hier eine Brücke bauen? Geh mal weg da. Wer denn? Ja, hier mein komisches Ding. So. Sollte das nicht schon ausreichen? Ja, du brauchst aber hier vorne noch. Nein! Hier, ne? Ja. So. Hier ist es auch nicht. Na. Jawohl, ja. Aufstehen. 25. Supi. Superb. I dreamed the fireball. Almost. So. Dann haben wir eigentlich genug Punkte. Oh, das sieht aus wie das vorletzte Level. Ja. Und dann hier sind noch zwei kleine. Zwei kleine. Sollen wir erst das machen? Nee, die kleinen. Ne? Nehmen wir. Wir werden jetzt hier mit dem zu tun haben. Wir machen die Hauptstory weiter mit 748 von 700 Benötigten. Ja, Zoya kann ihr Seil an Objekten. Die Helden hatten viele Fragen an den unerwartet aufgetauchten Geist, der für ihr turbulentes Leben in den letzten Jahren verantwortlich war. Ja. Doch es war keine Zeit für lange Gespräche, denn die Splitter des zerstörten Artefakts mussten gefunden werden. Ja, für andere ist... Der Splitter, dem sie am nächsten waren, lag irgendwo im Rotholzwald, wo die höchsten Bäume der Welt wuchsen. Na, wuh. Für andere ist natürlich dieser unerwartet aufgetauchte Geist, hat irgendwas dann immer mit Alkohol zu tun, ne? Der Geist in der Flasche. Warum sollten ausgerechnet das sieht aber schön aus hier. Ja. Wir sollten nichts überstürzen. Zuerst brauchen wir alle Teile des Artefakts der Seele, bevor wir auch nur daran denken können, Sarek oder sein Herz zu jagen. Okay. Ja. Aber wenn diese Geschichte vorbei ist, sind wir frei und können unsere Wege ziehen. Ja, ich bin ja in Duisburg groß geworden, wo wir gerade bei dem Thema waren. Und Marxloh. In Duisburg. Und Marxloh ist ja ein Thema in den Medien. Und ich habe Duisburg ist aber ganz weit im Westen, oder? Ja, also ziemlich. Ja. Das ist westlichste Stadt des Ruhrgebiets, ne? Ja. Aber jetzt, weil Marxloh halt so in den Medien war, ne? Hast du ja wahrscheinlich auch mitgekriegt, ne? Marxloh. Ja, ist halt, hat halt einen großen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Nö, aber der Ruhrpott doch im Allgemeinen. Das ist aber politisch ausgemacht. Ja, aber Marxloh. Also jetzt nicht im Negativen politisch ausgemacht, aber Ruhrpott, Braunkohle und Co. und Tagebau, man hat doch dafür geworben, dass Italiener, aber eben halt auch türkische Mitbewohner dann ankommen sollen und arbeiten sollen, weil es eben halt viel Arbeit gab und ja als nur, Kumpel und so. Das ist ja auch so. Und es wird halt in den Medien, ist das jetzt wieder so aufgekommen, dass es ja ein Problemviertel ist. Und da ist sogar die Frau Merkel ist ja nach Marxloh gefahren worden. So. Gefahren worden. Ja, ja, sie fährt ja natürlich nicht selber. Und ich habe das irgendwie nie so empfunden. Also ich bin immerhin da aufgewachsen und ja. Ich
habe das nie so gesehen, dass da irgendwie was problematisch wäre oder dass ich jetzt Angst haben müsste, nachts auf die Straßen zu gehen. Also, ja, aber das hätte man doch dann in den letzten 30 Jahren haben müssen. Ja, seit wann ist die Politik gefahren? Seit den 60er, 70er, ne? Würde ich mal sagen. Ist das rein jetzt von der Politik so gewünscht gewesen? Jetzt, was ich nicht weiß, da möge man bitte meine Unwissenheit dann nicht verteufeln. Wie ist denn das, gab es dann, sagen wir mal, Regionen, Bereiche, wo dann damals in Gänsefüßchen gewollten, wegen der Arbeit gewollten Migranten, jetzt will sie ja seltsamerweise von der Politik keiner mehr, ja. Du meinst Bergarbeitersiedlungen und sowas? Richtig, ja. Die gab es ja. Also klar, die dann rein türkisch oder italienisch stämmig sind oder so? Oder? Ja, das war ja schon gemischt. Es haben ja nicht nur Italiener oder nicht nur Türken da gewohnt. Das war ja schon gemischt, auch immer. Ne? Das musst du dir halt vorstellen, wie halt Hochhäuser, die gebaut wurden. Und das als ganze Siedlungen. Und ja. Das war aber nie so... ich spreche jetzt aus meiner Perspektive, ich bin ja auch noch ein bisschen jünger, aber ich weiß noch nicht, wie es ganz, ganz früher war, aber das war immer gemischt und das war ja auch gut so und ist ja auch gut so. Ja, ist ja auch immer noch muss so. Ja, weil das die einzige Möglichkeit ist, zu integrieren. Ja, richtig. Weil ansonsten, das ist ja so wie in den Staaten, Chinatown oder sonstiges. Ja, ja. Dann hast du ja nicht mal den Versuch einer Integration von unterschiedlichen Kulturen, die du ja brauchst. Ja. Schon allein wegen der Akzeptanzförderung untereinander und der Toleranzförderung. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo du bist, aber... Ich bin unter Wasser durchgetaucht und bin hier irgendwo... Ah ja. Ups. Ich weiß nur, dass es hier weitergeht. Ja, ich sammle hier Toblerone fleißig ein. Ja, mach ich hier auf der anderen Seite auch. Hier ist ein Safe-Point gerade entstanden. Hier ist was ganz komisch. Ich habe hier eine Toblerone, die ich nicht einsammeln kann. Okay. Jetzt ohne Witz. Die liegt hier rum und ich kann sie nicht einsammeln. Vielleicht komm mal wieder zurück. Warte mal, ich erscheine. Ja, erscheine mal. Wo ist es? Wo ist das Wasser? Hier ist es. Da. Ich kann das Ding hier nicht einsammeln. Ach da, die. Die ist, Moment. Ah, jetzt? Hä? Du musst es kaputt machen. Hä? Für mich war die kaputt. Nee, für mich war sie im Fass. Ach so, okay. Für mich war da kein Fass mehr. Also. Wie die hier. Gut, also bist du auch an der gleichen Stelle wie ich hier. Ja. So, hier habe ich schon im Prinzip alles. Oder fast alles. Mhm. Ist hier noch was an der Seite? Nee. Gesammelt. Oh, 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 oh. Da hinten, wo das Reh ist, geht's wahrscheinlich, der Hirsch ist, geht's wahrscheinlich weiter, ne? Hier ist gerade Action. Oh ja, dann. Warst du schon bei dem Reh da hinten? Nee. Ganz spannend würde ich finden, wenn man dann noch einen dritten Spieler hat. Da gibt es ja so einen Spielmodi, da kann man nicht wechseln. Dann bleibt man bei dem Charakter, den man spielt. Ach so, ja, das ist. Ach nee, da hinten geht's weiter, okay. Ja, hier hinten ist auch noch irgendwie was. Weil das Reh ist gerade weggerannt oder der Hirsch. Und dahinter ist auch was drin, ne? Aber ich denk mal. Ja, ich denk mal. Ich denke, also bin ich. Ach so. Ja, so geht's auch. Mhm. Hä, hier geht's auch noch weiter? Ich würde eigentlich gerne bei dem Hirsch mal gucken gehen. Dann gehen wir erstmal beim Hirsch. Weil ich das war ja unter Wasser hinten. Ne, hier. Hinten, ne? Unten weiter. Das ist ja komisch. Nicht, dass jetzt irgendwie... Oder haben wir zwei Möglichkeiten weiterzugehen? Ich weiß es nicht. Da oben ist zumindest eine Toblerone. Jo, stimmt. Was ist denn hier? Na, Hirsch?
Hallo. Hallo. Oh. Jetzt rennt er woanders hin. Na gut. Okay, das bringt mir nichts. Ah, du Fuchs. Seine Stimme kommt aus meinem Kopf und nicht aus dem Artefakt oder dem Buch. Faszinierend. Ich bin jetzt verwirrt. Geht es jetzt hier weiter oder dahin? Ja, ich glaube, das ist hier so ein Überweg. Guck mal. Sie kann was jetzt? Es ist ziemlich logisch. Die Artefakte sollten die Seele oder Seelen gefangen halten. Und da dieses jetzt zerbrochen ist, kann Trine den Rest der Magie des Wächters nutzen, um mit ihm zu sprechen. Wo bist du denn hin? Ich weiß nicht. Die ganze Zeit stimmen, ich springe aber noch. Hier unten bin ich. Ha. Ah, okay. Ich komme mal runter. Ich dachte schon. Ja, ja. Also ist bloß ein kleiner Rundgang. Aber du lebst noch, ne? Ja, ja, ich lebe noch. Ich bin nicht hinten rausgefallen, sondern vorne. Guck mal, da ist ein Fahrstuhl da hinten. Also hier, Quatsch. Lore, nein, weiß hier, Seilschwebebahn hier. James Bond lässt grüßen, da hinten. Jo. Im Himmel. So. Du meinst jetzt Moonraker? Zum Beispiel, ja, mit dem Steinbeißer. Okay, hier brauchen wir wieder den Magier. Haha. Hab ich nicht. Was hast du gefunden? Ja, dicke, fette Toblerone. Ah, na gut. Ich bin hier hoch. Ah ja, so. So, und hier hinten. Warte mal. Oh, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Ich kann es nicht bewegen. Oh, ach so. Ach, da hätten wir erstmal raufhauen müssen. Da kann ja auch niemand drauf kommen. Ist da oben auch noch was? Ich bin tot. Problem. Warte bitte. Ja. Ich erscheine irgendwo. Ich weiß nicht wo. Da hinten? Wahrscheinlich. Ah. Oh je. Genau. Aber das muss irgendwie noch auffaltbar sein, ja, oder gehen. Sieht danach aus. Da drüben ist auch ein Haken. Wo? Sehe ich gerade. Nee, rechts an der Rampe da. Unten drunter ist ein Haken, unter dem blauen Schein. Ist eine Öse. Ah, okay. Mhm. Was ist denn, wenn ich... Kann ich mit dem Magier diese Steine da fangen? Nee, ne? Müsstest du eigentlich. Doch. Hattest du gerade eben deinen. Ah ja. Muss nur warten, jetzt. Und dann das irgendwie aufmachen hier. Du, den, da, wo du jetzt so drunter stehst. Genau, und jetzt so aufwickeln. Nee. Irgendwie? Ja, jetzt, warte. Und. Jawohl, ja. Oh, da ist er. Und weg mit dem Link. Warte. Oh, ja, mit Bande. Upsi. Oh, endlich wieder lebendig. Ah. Da oben ist noch was. Okay. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich falle gerade. Oh nein, unglücklich von... Ah ne, du lädst noch, Gott sei Dank. Noch Glück gehabt hier. Halt. So, gucke mal. Ganz langsam und gemächlich. Aua. Nochmal so ein Ding. Oh. Vorsicht, warte. 3, 2, 1. Meins. Oh, da hinten auch nochmal. Wow. Schau dich. Oh.
schau dich kaputt. Schaffst du? Jo. Platt. Nee, kommt wieder. Kein Problem. Jetzt ist platt. Jawohl, jawohl, jawohl. So. Jetzt geht hier alles auf, was aufgehen soll. Ach, das... Ja, da muss. Okay, warte. Ich habe schon mal eine Idee. Moment. Wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel? Gib mir die Kugel. Genau. Da rein. So. Und dann... Mhm. Und dann können wir... Da hoch mal rein. Moment. Schön. Schönes Rätsel, schön. So. Ja, oh, wir sind, hier müssen wir vorsichtig sein. Oh, da sind ganz viele Leckerchen. Hol ich mal eben. Geht's hier weiter? Nee. Geht's da, also hier geht's weiter. Okay, komme. Da hochspringen, ne? Ja. Aber ich glaube, ich habe jetzt alles. Weiß ich nicht. Mal gucken. Hier nochmal. Ist da unten noch was? Nee. Hier ist auch nochmal was. Ja. Halt. Fünfer. Ja, aber... Haben wir den... Achso. So. Wo sind wir jetzt hier? Wir haben uns einmal im Kreis gedreht. Hier ist noch eine Toblerone. Die bei mir, siehst du, also die ist jetzt bei mir wieder. Ich kann die nicht einsammeln, obwohl ich die Kiste kaputt gemacht habe. Voll komisch. Verstehe ich nicht. Vielleicht müssen sie von beiden kaputt gemacht werden. Nee. Ja, ich sehe schon. Ja. So. Ach, warte mal, jetzt. Ich sehe es. Oh, verdammt. Ich mach mal. Du hast sie sehen, ja? So. Wenn ich das. So, die da einrasten. Ja, ja. Klick. Und jetzt oben. Nee, da nicht. Ja. So. Komm schon, Mädchen. Los. Ja, und einrasten. Klick. Ja, ein bisschen kürzer lassen hier. Die andere Richtung ist kürzer. Ah, das reicht. Ja, aber gerade so. So. So, und raus geht's hier. Oh, neblig. Nebel und Schnee. Was uns wohl hier erwarten wird? Das sind die höchsten Bäume. Ja. Hier ist irgendwas Magisches. Oder auch nicht. Ja, machst eh nicht auf Cheetah, hä? Mhm. Huch. Ich komme auch so an. Ja. Oh, da kommt wieder so ein Fledervieh. Wieder so ein Flattervieh. So. Wo bin ich denn? Diesmal müssen wir wahrscheinlich werfen. Oh. Und der ist aber aggro. Ich mach mal einen auf Zauberer hier. Oh, ich sterb gleich. Ich sterbe. Okay. Genau. So, die Kugel ist schon mal weg. Ja. Ich
glaube, wir müssen das hier benutzen, um das zu spannen und dann loszulassen. Oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, das klappt dann da hinten gegen. Und? Da kommt er runter. Aus die Maus, Mr. Flattermann. Genau. Also, ey. Uns hier einfach so zu stressen. Ich bin auch voll gestresst. Ja. Geht's hier weiter? Ja, bestimmt. Na, den Frieden traue ich hier nicht. Alles ganz friedlich. Ja. Ja, noch, ne? Wie sieht denn hier unser Punktestand aus? Ich würde mal sagen, die Wippe ist doch eigentlich ein idealer Punkt. Ideal. Zum Ausruhen und zum Schalten und Walten und drüber zu sinnieren. Wie viel Toblerone wir eigentlich noch sammeln müssen? 65. Jo. Quatsch, 55. Oh, das ist so spät, ich kann nicht mal rechnen. Schon kurz vor eins. Aber egal. In diesem Sinne, wir machen hier einen Break, ein Folgenpäuschen. Und ja, wenn es gefallen hat, dann wie in jeder Folge einfach ein Däumchen nach oben und oder einen Kommentar hinterlassen. Der wird auch beantwortet werden. Oder sogar, das wäre noch super toller, ein Abo hinterlassen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.